Liebe Gemeinde, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu dieser YouTube-Andacht zu Gründonnerstag. Das ist dieses Jahr ja nun wirklich total anders. Eine YouTube-Andacht statt ein gemütliches Beisammensein in unserem Paul-Gerhardt-Haus. Und besonders fehlen wird uns heute im Anschluss das gemütliche Beisammensein mit Pellkartoffeln und grüner Soße. Da unterhalten wir uns immer gut und kommen prima miteinander ins Gespräch. Naja, jetzt machen wir einfach das Beste aus dieser Situation. Jetzt feiern wir erstmal unsere Andacht und um 19 Uhr sind alle eingeladen, sich bei Wonder Me zu treffen. Den Link blenden wir Ihnen noch ein. Da können wir uns dann unterhalten. Digital, aber immerhin. Und sollte dann der eine oder die andere dazu Pellkartoffeln mit grüner Soße essen, dann würde uns das besonders freuen. An diesem Abend begleitet uns ein Wort aus Psalm 111. Es ist Vers 4. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Du hast uns hergerufen und darum sind wir hier. Du hast uns hergerufen und darum sind wir hier. Wir sind jetzt deine Gäste. Deine Gäste und danken dir. Du heigst uns deine Worte und deine Taten vor. Du legst uns deine Worte und deine Taten vor. Eröffne unsere Herzen und öffne unsere Herzen und unser Ohr. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters, der auch den Weg in das Unbekannte mit uns geht. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Sohnes, am Kreuz für uns gestorben und auferstanden, uns zu versöhnen. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Heiligen Geistes, der uns Menschen in eine Weggemeinschaft stellt, die aufeinander angewiesen ist.
Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese Worte nach Psalm 111. Die Nachricht dringt in mein Ohr. Groß sind die Werke des Herrn. Mit Brot und Wein verändert er die Welt und stiftet ein Gedächtnis, in dem er lebendig ist. Mit einem Zeichen seiner Liebe erneuert er die Verbindung zwischen sich und denen, die ihm verbunden sind. Mit Brot und Wein stärkt er unseren Glauben, bewahrt er unsere Liebe, beschützt er unsere Hoffnung. Mit einem Mal verwandelt sich unsere Selbstsucht in Fürsorge. Mit einem Mal erfahren wir neues Bewusstsein. Der Glanz der Mächtigen verteilt sich auf das ganze Volk. Die Barmherzigkeit gilt als Richtschnur. Jeder kommt zu seinem Recht. Keiner kommt mehr zu kurz. Jeder bekommt reichlich. Kein Mensch hungert mehr. Mit einem Mal verändert ist die Welt. Amen. Liebe Gemeinde, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir froh sind, wenn wir in unserer Kirche endlich wieder das Abendmahl irgendwann miteinander feiern können. Bis dahin bleibt es ein lebendiges Gedächtnis in unseren Herzen für unseren Herrn Jesus Christus. Gott, du willst uns in die Freiheit führen. Lehre uns erkennen, was uns unfrei macht. Verbissener und verbitterter Glaube. Festhalten an dem, was einst gut war, nun aber nicht mehr trägt. Genauso aber auch die Sucht nach ewig Neuem, nur weil es neu ist. Hilf uns darauf zu vertrauen, dass unsere Wege Wege mit dir sind, treuer Gott, und zeige uns den Weg in die lebendige Freiheit. Amen. Liebe Gemeinde, die Schriftlesung steht im Johannesevangelium und ich lese uns jetzt aus Kapitel 13 die Verse 1 bis 15 und 34 und 35. Am Vorabend des Passafestes wusste Jesus, dass nun die Zeit gekommen war, um diese Welt zu verlassen und zum Vater zurückzukehren. Er hatte die Menschen geliebt, die zu ihm gehörten. Und er hörte nicht auf, sie zu lieben. An diesem Abend aß Jesus zusammen mit seinen Jüngern. Der Teufel hatte Judas, den Sohn von Simon Iskariot, schon zum Verrat an Jesus verführt. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab und band sich ein Tuch aus Leinen um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte dieser ab: Herr, wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen? Jesus antwortete: Das verstehst du jetzt noch nicht, aber später wirst du es verstehen. Doch Petrus blieb dabei: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Worauf Jesus erwiderte: Wenn ich dir nicht die Füße wasche, gehörst du nicht zu mir. Da sagte Petrus: Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Gesicht. Jesus antwortete: Wer gebadet hat, der ist ganz rein. Ihm braucht man nur noch den Straßenstaub von den Füßen zu waschen. Ihr seid alle rein, außer einem. Jesus wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er: Ihr seid nicht alle rein.
Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an, kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück und fragte seine Jünger: Versteht ihr, was ich eben getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr. Das ist auch richtig so, denn ich bin es. Wie ich, euer Meister und Herr, euch jetzt die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt ebenso. Heute gebe ich euch ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Wir wollen miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Aus den Dörfern und aus Städten, von ganz nah und von ganz fern, mal gespannt, mal eher skeptisch, manche zögernd, viele gern, folgten sie den Spuren Jesu, folgten sie dem, der sie rief, und sie wurden selbst zu Boten, dass der Ruf wie Feuer lief. Eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest des Glaubens. Und so kamen sie in Scharen, brachten ihre Kinder mit. Und sie lernten auch die Alten, selbst die Lahmen hielten mit. Von der Straße aus den Gassen, von Menschen ohne Zahl. Und sie hungerten nach Liebe und die Gottes Freudenmahl. Eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest des Glaubens. Und dort lernten sie zu teilen Brot und Wein und Geld und Zeit, und sie lernten sie zu heilen.
heilen kranke Wunden, Schmerz und Leid. Und dort lernten sie zu beten, dass mein Wille Gott geschehe. Und sie lernten so zu leben, dass das Leben nicht vergehe. Eine Laden zum Fest des Glaubens, eine Laden zum Fest des Glaubens, eine Laden zum Fest des Glaubens, eine Laden zum Fest des Glaubens. Aus den Dörfern und aus Städten von ganz nah und von fern, mal gespannt oder skeptisch, manche zögernd, viele gern, folgten wir den Spuren Jesu, folgen wir dem, der uns rief. Und wir werden selbst so boten, dass der Ruf noch gilt, der lief. Eine Laden zum Fest des Glaubens, eine Laden zum Fest des Glaubens, eine Laden zum Fest des Glaubens, eine Laden zum Fest des Glaubens. Liebe Gemeinde, als Jesus damals in der Nacht, als er verraten ward, mit seinen Jüngern zusammenkam und ein letztes Mahl hielt, tat er das ganz in seiner jüdischen Tradition, in Form eines Paschamahls. Dazu gehörten das Teilen von Essen und Trinken und immer auch das Erzählen der Erinnerungen an Gottes große Rettungstaten in der Vergangenheit. Vermutlich wird an diesem Abend auch folgender Text aus dem zweiten Buch Mose gelesen worden sein. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron im Ägyptenland: Dieser Monat soll bei euch sein, der erste Monat, und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am 10. Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Haus für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen. Und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen. Und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht, am Feuer gebraten, und ungesäuertes Brot dazu, und sollen es mit bittern Kräutern essen. Ihr sollt es weder roh essen, noch mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, mit Kopf, Schenkeln und inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand, und sollt es essen als die, die hinwegeilen. Es ist des Herrn Passa. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh, und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter, ich, der Herr.
Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. Und anschließend wird Jesus dazu einige Worte gesagt haben. Vielleicht kann man sich das auch als ein Gespräch vorstellen. Stellt euch vor, so könnte er gesagt haben, stellt euch vor, wie unsere Vorfahren in Babylon saßen, damals in der Zeit des Exils nach dem verlorenen Krieg. Vielleicht saßen sie an einem Abend so ähnlich zusammen, wie wir schon oft zusammengesessen haben, gerade an diesem Tag. Groß war ihre Sehnsucht nach der Heimat. Sie hatten ja alles verloren, was sie besaßen, waren von ihrer Heimat und zum großen Teil auch von ihren Familien getrennt und saßen nun da in der fremden, großen Stadt, die ihnen Angst machte. Und dann begann einer aus der Runde zu erzählen. Ja, schon einmal war unser Volk so verzweifelt, damals, als wir in Ägypten als Sklaven gehalten wurden. Erinnert ihr euch noch an die Erzählung aus unserer Heiligen Schrift? Als es eigentlich keine Hoffnung mehr gab für uns, da sandte Gott den Moses und den Aaron, um uns Mut zu machen, um uns herauszuholen aus diesem fremden Land. Gott hat es damals getan und er wird es wieder tun. Glaubt mir, es wird geschehen. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber bald schon werden wir unsere Heimat wiedersehen. Es wird vielleicht sehr plötzlich passieren. Wir sollten also immer bereit sein zum Aufbruch, Tag und Nacht. Und wir sollten aufeinander aufpassen bis dahin. Denn eigentlich sind wir so etwas wie eine einzige große Familie. Das machte den Menschen Mut, damals in Babylon. Das nahm die Bitterkeit heraus, diese lähmende Verzweiflung. Ja, und eines Tages war es dann soweit. Gott hat unsere Vorfahren wieder hierher zurückgebracht, in das Land, das er uns nach dem Auszug aus Ägypten geschenkt hatte. Ob diese Geschichte den Jüngern und Jesus Mut gemacht hat? Sie selbst waren ja auch in keiner leichten Situation. Jesus wusste, dass er sterben würde. Und er hatte es seinen Jüngern angekündigt. Davon wollten diese jedoch nichts hören. Und dieser bestimmte Abend, als Jesus und seine Jünger zum letzten Mal das Paschamahl miteinander feierten, ist geprägt von der Erfahrung des Verrates, der Einsamkeit und der Angst. Atmosphärisch liegt vieles in der Luft, etwas Bedrohliches. Das Spüren, dass es schmerzliche Veränderungen geben wird, dass man nicht einfach weitermachen könnte wie bisher. Aber auch hier will die Botschaft dieser uralten Geschichte gehört werden. In bedrohlicher Situation, in aller Unsicherheit, schenkt Gott Zukunft und Hoffnung. Es tut so gut, diese Zusage Gottes zu hören. Leben doch auch wir in einer Zeit der Unsicherheit? Waren viele in den letzten Monaten sehr einsam und abgeschnitten voneinander und von Erlebnissen, die Freude und Mut machen? Auch wir sehen, was ein Mensch dem anderen antun kann, und sehen uns nach Erlösung. Wir verstehen die Menschen nicht
und manchmal fällt es uns auch schwer, Gott zu verstehen. Die meisten von uns kennen die Erzählung von Israels Errettung aus der ägyptischen Gefangenschaft. Ebenso altvertraut sind die Fragen beim Hören dieser Worte. Warum diese Härte? Kann Gott den Pharao nicht anders überzeugen als durch das Blutvergießen? Und warum gleich alle Erstgeborenen? Gab es denn nicht auch in Ägypten Menschen, die Besseres verdient hatten als den Tod? Ist auch in der neuen Zeitrechnung, die hier beginnt, die Rache die einzig mögliche Antwort auf erlittenes Unrecht? Muss unschuldiges Blut fließen, damit die Israeliten geschützt sind? Warum geht Gott an den Israeliten nicht einfach vorbei und verschont sie, da er sie doch mit Namen kennt? Der blutgewirkte Schutzzauber mitten in dieser Befreiungsgeschichte mag uns veraltet und damit unverständlich vorkommen. Ebenso verhält es sich für viele mit dem Gedanken daran, dass Jesus für uns gestorben ist zur Erlösung von der Sünde. Daneben steht aber auch eine immer größer werdende Popularität von Büchern und Filmen, in denen auch solche Schutzzauber eine große Rolle spielen. Die Geschichte des jungen Zauberers Harry Potter lockt nach wie vor Millionen Menschen vor den Bildschirm oder regt zum Lesen an. Der Zauberer Gandalf aus dem Herr der Ringe verzückt mit seinem Können Menschen aller Generationen. Und auch der Jedi-Ritter Luke Skywalker mit seinen magisch anmutenden Fähigkeiten, die ihm die ominöse Macht verleiht, sorgen inzwischen seit Jahrzehnten für volle Kinokassen. Sind uns die Schutzzauber wirklich so fremd? Jedenfalls sprechen sie eine Sprache, die von Menschen immer wieder verstanden worden ist. Und Gott will verstanden werden. Zur Zeit Jesu und auch zur Zeit der Entstehung unseres Textes ist das Vorgehen Gottes wohl gar nicht als anstößig empfunden worden. Gott redet mit uns in der Sprache, die wir verstehen. Und diese Sprache hat sich im Laufe der Jahrhunderte verändert. Nur die Not derer, die zu Opfern werden und in vielen Dingen ohnmächtig sind, die scheint sich nicht grundlegend zu ändern. Ein Blick in jede beliebige Tageszeitung zeigt sehr deutlich die Erlösungsbedürftigkeit der ganzen Welt. Was war das für ein Aufatmen, als endlich feststand, dass die USA einen neuen Präsidenten haben, der nichts gemein hat mit seinem Vorgänger, der mit offenen Lügen für eine Stimmung des Hasses und der Verunsicherung gesorgt hatte, um sich selbst als scheinbaren Retter seines Landes präsentieren zu können. Wir haben die Bilder aus Belarus, Myanmar und Russland vor Augen. Freiheit? Menschenrechte? Auch in unserem eigenen Land gibt es Grund zur Sorge. Ausländerhass, Judenfeindlichkeit und Gewaltbereitschaft mit Worten und Taten sind Teil unseres gesellschaftlichen Alltags. Der Frieden in diesem Land, in dieser Welt, einst scheinbar zum Greifen nahe gerückt, ist jetzt gefährdet. Dass es auch anders geht, zeigt die Tatsache, dass Menschen sich in der Pandemie neu in den Blick genommen haben und gegenseitig geholfen haben. Es gibt auch Dinge, die im wahrsten Sinne des Wortes naheliegend sind, auch weil sie uns als Kirchengemeinde betreffen. Da ist der gefühlte Niedergang der Kirche, werden Gebäude aufgegeben, werden Gemeinden kleiner an Zahl, werden zusammengelegt oder fusionieren aus Vernunft. Der Umbau der Kirche
die Reaktion auf eine seit über 5 Jahrzehnten anhaltende Verkleinerung findet mit zunehmender Geschwindigkeit statt. Aber was tritt denn nun an die Stelle dieser gewohnten und guten Struktur? Wirtschaftliche Gründe sind es, die uns angestoßen haben, diese Struktur zu überprüfen und zu überdenken, ob sie noch tragfähig ist. Ich wünsche mir und es wäre schön, wenn nicht nur die Wirtschaftlichkeit dabei eine Rolle spielt, sondern wenn wir auch schauen, was gibt es an Chancen? Wie wollen wir diese Zeit inhaltlich gestalten, damit unsere Gemeinden weiterhin lebendig bleiben, vielleicht auch wieder wachsen und gedeihen? Ich möchte noch ein Wort zur Pandemie sagen. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, ob diese Pandemie unserer Gemeinde schaden wird, ob wir uns vielleicht verlieren werden, weil wir uns kaum ja noch treffen können. Oft machen wir das digital, wir nutzen neue Möglichkeiten, aber unser ganz persönliches Zusammentreffen, unser Miteinander plaudern, in den Arm nehmen, miteinander essen und trinken, das fehlt uns doch sehr. Und ich hoffe, dass uns in diesen Monaten nicht noch mehr Menschen verloren gegangen sind. In all diesen Veränderungen ist noch nicht erkennbar, wo genau es hingehen wird. Wir haben noch kein Bild, wo wir sagen, ja, schau mal, genau so wird es sein. Wir sind am Anfang, aber doch schon auf dem Weg, mitten im Auszug aus dem Bekannten, das so uns nicht mehr tragen wird in der Zukunft. Aber eine lebensbejahende, eine hoffnungsvolle Zukunft, die wünschen wir uns. Und dafür wollen wir auch in unserer Kirche alles tun. Schließlich gehören auch unsere eigenen ganz persönlichen Fehler und Unzulänglichkeiten in den Bereich der unerlösten Welt. Beispiele hierfür wird jede und jeder für sich finden können. Welche Erfahrungen haben wir bislang in unserem Leben ganz persönlich gemacht? Als es uns schlecht ging? In Umbruchsphasen? Welche Rolle hat der Glaube dabei gespielt? Hat er uns Mut gemacht, auch schwierige Situationen auszuhalten? Hat er uns ermuntert, eine Zeit des Leidens zu beenden, sich von dem zu trennen, was uns niederdrückt, und neue Wege zu gehen? Hat er Kraft gegeben, das Unveränderbare zu ertragen? Wann war Gott nah? Und wann war Gottes Nähe nicht so sehr oder gar nicht zu spüren? Vieles in der Zukunft liegt allenfalls schemenhaft erkennbar vor uns. Tatsächlich ist es so, dass wir jederzeit bereit sein müssen zum Aufbruch ins Ungewisse. Eins aber wissen wir, Gott wird den Weg in die Zukunft mit uns gemeinsam gehen. Und er lädt uns ein, in seinem Namen miteinander Gemeinschaft zu haben, uns gegenseitig zu unterstützen, zu stärken, zu helfen. Er lädt uns ein, gemeinsam im Glauben zu leben und die Zukunft zu gestalten. Machen wir uns in seinem Namen auf den Weg, gehalten von seinem Segen. Amen. Soll alle
Tallen weiter, ruf es in jedes Haus hinein. Komm, sag es allen weiter, Gott selber lädt uns ein. Wir haben sein Versprechen, er nimmt sich für uns Zeit, wird selbst das Brot uns brechen. Kommt, alles ist bereit. Komm, sag es allen weiter, lauf es in jedes Haus hinein. Komm, sag es allen weiter, Gott selber lädt uns ein. Zu jedem will er kommen, der Herr in Brot und Wein. Und wer ihn aufgenommen, wird selber Bote sein. Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein. Komm, sag es allen weiter, Gott selber lädt uns ein. Wir wollen miteinander und füreinander beten. Gott des Lebens, wir bitten dich für alle, die am Rand stehen, die nicht dazugehören, die ausgegrenzt werden, auch von uns, und für die, die sich klein machen und sich nichts zutrauen. Wir danken dir für dein ermutigendes Wort, das uns zutraut, in deinem Sinn zu leben, das uns hilft, nicht aufzugeben. Wir bitten dich für alle, die resignieren, die keine Hoffnung mehr haben, und für die, die sich einigeln und nur noch sich selbst sehen. Wir danken dir für dein tröstendes Wort, das uns trägt und auch in dunklen Zeiten begleitet. Wir bitten dich für alle, die kein Licht sehen, deren Bitterkeit sie hart werden lässt, und für die, die nicht weinen können. Wir danken dir für dein befreiendes Wort, das neue Wege aufzeigt und uns aufbrechen lässt. Wir bitten für alle, die festgelegt sind auf das, was sie von sich selbst erwarten, die nicht über ihren Schatten springen können, und für die, die einen Streit beenden und auf andere zugehen wollen. Gott, wir danken dir für jedes Glück, für jeden erfahrenen Trost und Segen auf unseren Lebenswegen. Wir bitten dich um Gerechtigkeit, Frieden und Schutz. Bewahre uns vor Enttäuschungen und vor dem Bösen. Und hilfe uns, dass unsere Ängste nie stärker werden als unsere Zuversicht. Und wenn wir doch schlechte Erfahrungen machen, dann hilf, dass unser Mut uns nicht verlässt. Dass wir uns daran erinnern, dass deine Liebe uns immer und beständig gilt. Schenke uns Nähe zu dir und untereinander. Alles, was wir auf dem Herzen haben, bringen wir vor Gott in den Worten, die unser Bruder Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten. Es ist doch ja kein anderer nicht.
unser Gott alleine. Liebe Gemeinde, ich habe es bei der Begrüßung schon gesagt, im Anschluss an diese Andacht, so um 19 Uhr wollen wir beginnen, gibt es nochmal einen Austausch und ein Treffen aus Wondermi. Sie finden den Link eingeblendet, Sie können aber auch gerne auf unsere Homepage gehen, dort haben wir Ihnen auch nochmal einen Hinweis eingestellt. Wie geht es weiter? Morgen am Karfreitag, da wollen wir uns live in unserer Kirche treffen, der Gottesdienst ist um 10 Uhr. Es kann aber sein, wenn Sie jetzt diese Andacht sehen am Gründonnerstag, dass dieser Gottesdienst schon ausgebucht ist. Denn wir haben leider nur 24 Plätze. Und so ist es auch in der Osternacht, die wir um 22 Uhr feiern, Samstag. Und es ist so am Ostersonntag, da feiern wir auch live um 10 Uhr Gottesdienst in unserer Kirche. Ich darf Sie herzlich einladen zum Gottesdienst am Ostermontag. Der ist dieses Jahr um 10.30 Uhr gemeinsam mit den Geschwistern der Versöhnungskirchengemeinde in Ingelheim-West. In Ingelheim-West gibt es viel mehr Platz als bei uns. Dort müssen Sie sich auch nicht anmelden, falls es hier mit einem Platz nicht geklappt hat. Das ist Ihre Chance. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielleicht sehen wir uns gleich. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns auf unseren Wegen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns in allem Leiden, voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten. Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns vor allem Bösen, sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen. Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen. Liebe Gemeinde, wir bitten Gott um seinen Segen. Gott, Ursprung und Ziel allen Lebens, segne dich, deine Gedanken und dein Tun, dass dir gelingen möge, was du dir vorgenommen hast. Und behüte dich vor falschen Schritten, dass du zur rechten Zeit sagen und tun kannst, was richtig ist für dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und erhelle dir Zeiten innerer Unsicherheit, damit du Klarheit gewinnst über das, was du wirklich willst. Und sei dir gnädig, indem sich auch deine Irrtümer hin zum Guten verwandeln lassen. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und begabe dich mit Mut und Fantasie, allen Enttäuschungen zum Trotz wieder Neues zu wagen. Und gebe dir Frieden in der Erfüllung deiner Träume und deiner Zeit. Amen.